Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei den Kindern des Atoms in Fallout 4. Wir sollen eine Truhe finden. Ich habe da unten schon, da, schau, da unten drunten. In dieser Truhe sollen Beweise stecken für eventuelle Ketzerei gegen den Beichtvater und eventuell auch gegen die Kinder des Atoms. Schauen wir doch gleich. Au, Oberts Notiz. Oberts Notiz lesen, das machen wir sofortigst. So, diverses, wieder darauf. Huch, das wollte ich gerade nicht, Entschuldigung. Wir haben viel zu viel von diesem Grafen, viel zu viel. Da ist sie. So. Also, Edgar. Der Großfanatiker sagt, dass es ein Unfall war. Du bist alleine losgegangen. Und er konnte nicht rechtzeitig bei dir sein, konnte dich nicht zurückholen. Er lügt. Ich weiß, dass du nie so etwas Leichtsinniges tun würdest. Niemand wird es zugeben. Aber es war Tektus. Er hat dich ermordet, weil er Angst vor Martin hat. Denn Tektus weiß, dass Martin als einziger würdig war, diese Familie zu führen. Bei Atom. Ich brauche dich, Edgar. Du musst mir sagen, was ich jetzt tun soll. Was mir in den Sinn kommt, ist keine gute Idee, ich weiß. Bis wir uns wiedersehen, Aubert. Berichte dem Hohen Beichtvater von diesem Fund. Stelle Schwester Aubert zur Rede. Das werden wir vielleicht zuerst machen, weil es doch eine Option-Geschichte ist. Jetzt muss ich die gute Sonne wieder finden. war das jetzt da? Nein, das ist die andere Seite gewesen. Ne? Irgendwie so. Da drüben war sie. So war das. Entschuldigung, Edda. Und da oben steht sie, genau. Tektus ist ein Liebe guter Aubert. Der beste, den wir je hatten. Schwester Aubert, ich habe die Notiz gefunden. Über den Hohen Beichtvater. Was kann dich in große Schwierigkeiten bringen? Meine Notiz? Meine Notiz. Hör zu, ich war verrückt. Der Hohe Beichtvater ist ein guter Mann. Ich würde nie... Bitte gib sie mir, dann vernichte ich sie. Wir könnten so tun, als wäre das nie passiert. Bitte. Du musst verschwinden. Bezahl endlich. Ihr die Notiz geben. Ich denke darüber nach. Ich gebe sie Keine einfach. Keine Sorge. Ich werde sagen, dass alles in Ordnung ist. Hier, nimm das. Zerstör sie. Oh, Atom sei gepriesen. Danke. Wenn du ihm Bericht erstattest, sag ihm, dass ich loyal bin, ja? Bitte. Aber mach nie wieder solche Dummheiten, Mädel. Das könnte dir echt das Genick brechen. So. Wir sind ein guter Mensch. Ja. Boah, wir haben echt schon viel Strahlung. Jetzt sehe ich das erst. Boah. Ja, mal wieder zwischendurch mal so ein Dingens. Schlürfen, dann passt das schon. Ich glaube, da hat sich... Achso, da geht nur beten. Hallo, mein Servus. Benötigst du etwas? Jupp. Fragen über Schwester Aubert. Ja, über Schwester Aubert. Ich muss mit dir über Schwester Aubert sprechen. Ja. Sag mir, was hast du herausgefunden? Lügen. Aubert ist loyal. Ja. Ich habe sie überprüft, aber es scheint, als wäre Schwester Aubert loyal. Du musst dir keine Sorgen machen. Wirklich? Ja. Ich bin überrascht. Nun, super. Du hast dennoch eine große Last von meinen Schultern genommen. Hier, für deine Mühen. Dein Einsatz für Atom wird nicht so schnell vergessen werden. Juhu! Was ist denn das? Kapuze des Inquisitors. Die Intelligenz des Trägers steigt bei höherer Radwerten. Großartig. Da kommt Freude auf. Ja, nehmen wir gleich. Danke, denke ich mal. Schön. Next one. Was denn als nächstes? Was denn nun? Das wieder. Und was Atom verlangt. Hilf Schwester Mai. Wo, wie und was? Wer ist das? Bei was soll man helfen? Sind das vielleicht sonstige Sachen?
Oder es reicht vielleicht, was Atom verlangt. Vielleicht reicht das ja schon. Ist die drinnen oder draußen? Die dürfte drinnen sein, ne? Die gute. Gehen wir mal hier raus. Schwester May. Dann wird sie zu Tante May und ist dann die Erziehungsberechtigte vom Spider-Man. So schaut's aus. Liebe May, wo bist du? Oh. Hier, da. Da. Irgendwo da. Da drüben vielleicht. Chips. Oh, war ein Unfall. Was? Hey, ach, ich dachte, geht's runter. Ach, Dreck. Ich will da runter. Irgendwie. Bitte? Geht sich das? Nein. Das erinnert mich gerade das Geflüster hier. Dieses Gemurmel da auf die Gebete erinnert mich gerade volle Hütten an Resident Evil 4. Diese komischen Kerle da. Ich glaube, das war das zweite Kapitel, glaube ich, oder das dritte. Mit dem Salazar? Ich glaube, Salazar hieß der Kerl, ne? Und dessen Mönchen oder Kuttenträger, die haben auch so komisch gebetet, immer, wenn sie einen angegriffen haben. Ach, du bist das. Hallo, May. Hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester May. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast du auch die Loyalitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert? Loyalitätsprüfung? Ich möchte nur was kaufen. Nö. Hab was? Hab ich gesehen. Was? Loyalitätstest? Ja. Wir sahen, wie Richter die beiden nach draußen führte. Nur einer kam zurück. Etwa gleichzeitig mit dir. Ich dachte mir, dass du das alles vielleicht verfolgt hast. Ja, hab ich gesehen. Hör zu, das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Stell dich gut mit dem Hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Und ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Mhm. Was ist die Reinigung? Brauchst du Hilfe, Handel, kein Interesse. Was ist die Reinigung? Du hast von Reinigung gesprochen. Was ist das? Oh, ja. Also den meisten hier schadet das Leuchten nicht. Aber Atom verleiht nicht jedem diesen Segen. Deshalb haben wir hier auch immer etwas Strahlungsmedizin. Für die meisten hier, auch für den Hohen Beichtvater, ist das eine Art Buße. Um sich zu reinigen und das Leuchten neu anzunehmen. Also, wolltest du die Waren durchsehen? Ich habe gehört, du könntest Hilfe brauchen. Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendetwas Hilfe brauchst. Nun, ich habe da ein Projekt, bei dem ich nicht weiterkomme. Du hast auf dem Weg rein sicher die Dekontaminierungsbögen gesehen. Ich versuche schon ewig, sie zu reparieren. Aber es gibt ein Problem. Ich brauche einen Pumpenregulator, dem auch Industriechemikalien nichts anhaben können. Wenn es sowas auf dieser Insel gibt, dann in der Wimpop-Fabrik. Da wimmelt es aber vor Mutanten. Wenn du mir das Teil besorgst, kriegst du eine Belohnung. Interessiert? Warum eigentlich nicht, ne? Dekontaminierungsbögen reparieren? Warum denn bitte? Dekontaminierungsbögen reparieren? Beseitigen die nicht die Strahlung? Nicht mit meiner Modifikation. Ich habe die Filter überbrückt. Wenn der Regulator an Ort und Stelle ist, kriegen wir eine große Dosis Leuchten hin. Du willst ihn also für mich holen? Ja. Okay, ich finde den Pumpenregulator für dich. Ja, fantastisch. Ich denke, du findest ihn irgendwo beim Mischraum. Pass einfach auf dich auf, in Ordnung? Also, willst du sehen, was ich so habe? Waschsaal. Sehr schön. Ich schau mich nur um. Na, freilich, Handel. Ich schau mal, was du hast. Atom beschenkt uns. Vielleicht hat sie ja irgendwas Brauchbares. Mal muss mich mal ein bisschen zurechtrücken. Gefühl. Waffe, Kleidung, Hilfsmittelchen. Diverses Schrott. Du hast nicht zufällig Aluminium dabei, irgendwo. Schaut nicht so aus. Nein.
Nobody know. Aluminium. Nehmen wir gerne mit. Da, ra, 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 ra. Da ist auch eins. Zwei sogar, glaube ich. Nehmen wir gern. Okidoki. Was können wir dir denn verkaufen von unserem Zeugs? Da haben wir nicht sonderlich viel. Das ist echt was wert. Aber nur drei, ne? Tschüss. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder raus, wenn ich das hinbekomme. Das ist leicht verwirrend alles zusammen. Okay, ich hätte unten bleiben können. Oh, eine Power-Rüstungsgeschichte? Das habe ich vergessen. Ich habe diesmal was an, keine Sorge. Keine Höschenblitze mehr. So. Was? Es reicht noch immer nicht. Ada! Gib mir bitte, was du hast. Ada? Ada? Hä? Achso, ich bin wieder verdrückt. Die Ada ist wieder irgendwo. Ich habe jetzt doch den gesamten Schrott gelagert, ne? Ist zu wenig. Ist zu wenig. Ich wollte ja nur das Dingens reparieren. Ada. Mädel. Ada. Wo ist sie denn hin? Fanatica, where? Hallo? Da ist sie. Hey. Ada. Gib mir bitte alles, was du hast. Danke. So. Den gesamten Schrott. Darf ich jetzt reparieren? Ja! Supi! Und anziehen. Okay, mehr geht nicht. Passt, bin aber schon zufrieden. Sehr, sehr gut. Und rein da. Zack. Ach, wie schön. Licht. Und, na, nicht aussteigen. Ach, Mädel, ich wollte noch was verlieren. Ach, du Nervke. Ich wollte den ganzen Mist, den wir noch tragen, tun, da reinstopfen. In dieses Ding da. Ja, da rein. Also Waffen, die wir nicht brauchen, so wie das und dieses und da weiß ich nicht. Ich glaube, das behalte ich mal. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg und ja, den dabei auch. Wir haben hier genug zum Schleppen. Den kann ich leider nicht wegtun. Ansonsten haben wir da nichts. Hilfsmittelchen. Da geht was. So, so. So, so, so. Das auch. Huch, da war eins zu viel. Macht aber nichts. Psycho tue ich mal weg. Verstrahltes Blut. Ich tue das auch mal weg. Das hier und das hier. Jo, ist schon mal nicht so schlecht. Diverses, Munition. Jo, das passt schon mal. Ach, ist das schön. So, wir müssen hier weg. Das heißt, wieder runter. Stimmt es, dass du an den Wächtern der Basis vorbeigekommen bist? Tür. Natürlich tut sie das. So, jetzt haben wir alle aufgeweckt. Und wir hauen jetzt ab, ne? Wir dürfen, oder dürfen wir nicht noch? Wir dürfen normal schon abhauen, oder? Wir müssen jetzt ja das eine Dingens da suchen, oder? Aufgaben. Das da, ne? Diese Pumpe beschaffen. Jo. Also, raus hier. Jetzt gehen wir eine Pumpe suchen. Jo. Mua. Gut. Dann hoffe ich mal, dass die Quest hier abgeschlossen ist. Ah, diese Schiffsfrequenz. Das habe ich jetzt echt vermasselt, glaube ich. Ich habe auch vergessen, wo wir die ungefähr aufgeschnappt haben. Aber das müsste irgendwo am Strand oder so gewesen sein.
werden wir dann schon sehen. So, auf jeden Fall. Da waren wir drin, die haben wir nicht geholt. Ich halt. Super schlau. Da waren wir doch drinnen, oder? Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. La la la, ich bin so schlau. Na los. Ja, ja. Der Lieblingsladebildschirm. Mhm. So. Na los. Du schaffst es. Wir müssen hier schon wieder rein. Freilich waren wir schon da. Kruzi Dürken. Müssen wir nochmal rein. Ist nur die Frage, ob wir da rein müssen oder anderswo. Na, na, passt schon hier. So. Firmenhauptsitz. Ja, das ist schon gut. Machen alles kaputt. Ja, ja, alles gut. So, wo soll das jetzt bitte sein? Hier unten vielleicht? Aha. Da oben. Da oben. Mhm. Okay, die Frage ist nur, wie komme ich darauf? Wie komme ich darauf? Das ist ja auch, Edda. Das ist nur eine Fabrik. Da müsste es doch irgendwo mal eine Treppe oder so hochgeben. Da ist nur Klo, ne? Bin ich da überhaupt drinnen? Nein, war ich nicht. War ich nicht, war ich nicht. Nein, 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 da war ich nicht. Ich musste irgendwie rauf. So. Hm, aber wie? Hm, da war auch was? Ja. In der Tat. So. Ich würde nämlich ehrlich gesagt ungern durch die Firma gehen müssen, um darauf zu kommen. Scheint aber nicht anders möglich zu sein. Komisch. Da muss ich halt mal einen Blick rein riskieren. So. Lade, lade. Vielleicht kommen wir von da irgendwie nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oder ich muss tatsächlich hier rein. Es schaut laut Markierung echt gut aus. Es schaut sogar richtig gut aus. So, und jetzt? Da unten irgendwie oder so? Warte, ich nehme das mal mit. Bin ich da jetzt immer noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Wir waren da auf jeden Fall schon. Das ist jetzt echt blöd, wenn ich den jetzt dummerweise liegen gelassen habe. So, und jetzt? Darauf oder was?
Darauf. Mhm. Mhm. Okay. Da drüben war ich, glaube ich, nicht. Dummerweise. Tap, 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 tap. Da haben wir ihn. Na, da war er nicht. Schade. Das hätte ich gleich mitnehmen sollen. Bombenregulator. Jetzt haben wir ihn. Supi. Sorry dafür, dass wir nochmal dasselbe machen getan haben. Tut mir sehr leid. Das nehmen wir freilich auch gerne mit. Der Vorteil ist, wir können jetzt wenigstens was schleppen. Haha. Ja. So. Gibt es hier einen praktischeren Weg nach draußen? Was sind wir da? Tür? Klo. Zwei Steampacks. Ah, das ist praktisch immer schön gut belüftet hier. Brauchst nämlich für das Klo hier keine Fenster. Das ist ganz fein. So, und Exit. Raus hier. Super. Dann gehen wir das gleich ab. Dann haben wir das auch schon. Dann bin ich gespannt, ob wir noch jemanden helfen müssen, dürfen, sollen. Oder ob die Quest sich dann schon abschließt. Ja. Geräusch da. Du hörst das ein. Oh. Bist du blind? Der ist blind. Definitiv. Da ist noch jemand? Wow. Hallo, hallo. Habt ihr das gehört? Klaus mit dem Versteckspiel. Wo? Wer? Dann hat sie gleich umgehauen, ne? Das war so ein. So einer mit 10 Punkten, ne? Mehr hat er nicht gegeben. Oh oh. Irgendwo biefst. Wow. Alter! Ein Radler! Da, geht ja. Huch! Sind wir jetzt endlich mal fertig hier? Ich hoffe doch. Ich möchte nämlich gerne das Weite suchen. Ich nehme das jetzt einfach mal mit da alles und fertig. So, ein Eimerchen. So, sind wir hier jetzt da und so weiter. Darf ich denn jetzt da endlich hier weiter und so? Ui, die haben da gehortet, ne? So. So. Ich glaube, das passt so. Fein, dann porten wir uns wieder zurück zu den Kindern des Atoms. Nach Nucleus. Nucleus. Und dann dürften wir auch schon Level Up bekommen, glaube ich. Schaut zumindest gut aus. Wenn wir das abgeben tun. Ja. La 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 la. So, rein hier. Große Spaltung. So. Ja, große Spaltung, die kommt gleich. Und dann ist Satz erledigt. Moa. Oder sie werden zu Supermutanten oder irgendwas in der Art. Könnte ja auch passieren. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ich glaube dann hier rauf, ne? Und da ist sie schon. Hi. Hallo. Es ist gut, Schwester Gwyneth zurückzuhaben. Also, willst du die Waren sehen? Pumpenregulator gefunden. Ich habe den Regulator aus der Wim-Pop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Kronkorken verlangen. Ich habe einiges für dieses Ding riskiert. Das
Das ist ein paar Kronkorken wert. Das wäre angemessen. Ich gebe dir, sagen wir, 150. Ach, das passt schon. Kontaminierungsfilter umgangen? Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen? Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Könnte man die Umgehung aufheben? Könnte man die Umgehung aufheben? Genau, theoretisch, wenn meine Konstruktion versagt. Was sein kann. Aber das würde ein paar nasse, verärgerte Kinder des Atoms bedeuten. Aber wir wissen erst Bescheid, wenn dieser Regulator eingebaut ist. Also, kümmere dich doch um dieses verlorene Teil. Alles klar, nur Problemo. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Radikale Bekehrung. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Das ist schon schön. Das ist eine gute Waffe. Bau den Regulator ein. Wir müssen darüber. Oben, unten, unten. Das Wort des Hohen Beichtes. Tap, 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 tap. Draußen oder? Da unten, da unten. Aha. Ich speichere mal, bevor ich in den Tod stürze. Ja. Gut. Boom. Jawohl. Ups. Dann bauen wir das doch mal ein. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch meist Überbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Nichts tun. Pumpenregulator einbauen, Maisüberbrückung aufheben, um das System zu reparieren. 7 Intelligenz erforderlich. Bauen wir den ein. Du lässt den Pumpenregulator problemlos einrasten. Die Maschine leitet sofort verstrahltes Wasser in das System. Und jetzt? Hauen wir hier wieder ab, ne? Hurra! Tap tap tararap tararap tap 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 tap. Uah, da wird einem schlecht, wenn du immer von dem Kreis laufen musst. So. Wo sind wir hier? Darüber. So. Der große Darüber. Magiker macht mir Angst. Huch. Bitte verrat ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Was? Na, alles gut? Sag einmal. Hä? Was ist da runter? Ach so. Okay. Dap, dap, dap. Dap, dap, dap. Und. Ah, das ist der rote Knopf. Level up, ich bleib stecken. Uah. So, wupp, 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 Level up erreicht, super. Gut. Wir werden skillen, das machen wir noch gleich fix und schnell. So, Level up, up, up. Diesmal, boah, ich bin auch immer überlegen, ob ich mehr Charisma nehmen soll. Ist mir sogar noch lieber als Schlösser knacken. Ich werde auf das mehr gehen, dass die Überredungskünste besser funktionieren. Zack. 2, 4, 6, 8, 9. Okay. Ach, herrje, meine nächste Quest. Was Atom verlangt, haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich. So, dann können wir jetzt die Reformation machen tun. So, das freut mich auch. Katsching. Und wir hauen hier mal ab. So.
Dann können wir das hier machen, diese Holobänder sammeln. Ich glaube, Holobänder waren es, ne? Die können wir einklauben und sammeln und anhören, wahrscheinlich auch. Und dann, ja, weitermachen. Ich auch da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren. Ja, ja, alles gut. So. So. Die Frage ist nur, wohin? Das da? Jo, das hier. Dann würde ich sagen, das hier ist näher, oder? Oder das hier ist näher. So, brauche ich nur rauflaufen und muss kein Fluss oder so überqueren. Dann passt das so. Level 56 haben wir schon. Bist du gescheit. Wahnsinn irgendwie, wie das gut läuft, muss ich sagen. Nicht schlecht. So, dann hier lang. Ruck. Bam 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 bam. Ja, ja. Freund oder Feind? Schöne, friedliche Ruhe. Das ist toll. Oh, die Edda erzählt wieder was und ich höre gar nichts. Das würde jetzt gleich mal so passen, ne? Ist eh schon ein bisschen spät, die Erklärung, aber besser jetzt als gar nie. Warum ich jetzt kein Evoland-Parts von meinem Twitch-Abend auf YouTube hochladen kann? Ja, das liegt daran. Ja, meine wöchentlichen technischen Probleme. Müsst ihr euch vorstellen. Da liegt einer. Nein. Müsst ihr euch vorstellen, ich starte den Stream, ne? Ich kontrolliere nochmal alles, ob alles läuft. Steht Stream. Starten und Aufnahme starten. Drücke ich auf Stream starten, startet auch die Aufnahme. Jo, also beides gleichzeitig. Schön, denke ich mir. Super. Läuft. Ne? Läuft. Ah, da ist eine Tür. Okay. Läuft. Freue ich mich. Super. Und dann nehme ich auf, mache ich Stream. Und als ich fertig war, so gegen 10 Uhr abends, also 22 Uhr, ein bisschen nach, fällt mir auf, dass es gar nichts aufgenommen hat. Obwohl Stand Aufnahme läuft. Ja. Und obwohl... Mutter-Ikone, super. Und obwohl, muss dir das auch noch geben, obwohl gestanden ist, dass die Aufnahme läuft. Ne? Nix. Ich habe gar nichts. Das Dumme ist, dass das Spiel automatisch auf den Spielstand drauf speichern tut. Denn ich kann nicht mehr die Spielstände anlegen, außer, ja, drei sind zur Verfügung, aber die würden wieder voll gespeichert werden. Ne? Ja, im Laufe der Zeit. Also drüber gespeichert. Ich kann nicht auswählen, so, ja, ich möchte jetzt heute mal diesen Spielstand haben, morgen den oder so. Geht nicht. Passt, jetzt habe ich keine Parts. Die drei, die ich zusammengebracht hätte, sind jetzt sozusagen, ja, nicht anwesend. Das ist doof, weil ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Blut und Wasser geschwitzt, sage ich euch. Und hat nichts... Jetzt habe ich nichts. Ich habe keine Beweise, wie ich Blut und Wasser geschwitzt habe und bin stark am Überlegen, ob ich noch einmal Evoland bis zu dem Punkt, wo wir vorigen Samstag waren, hinspiele oder ob ich einfach weitermache, weil ein paar Sachen wollte ich noch finden und das Ganze einfach von YouTube runternehmen, weil das ist echt lächerlich und vielleicht irgendwann mal ein Let's Play draus mache. Ist mir vielleicht sogar lieber, weil das ist echt traurig. Oder ich mache einfach nachträglich ein Let's Play. So werden wir es machen. Ich nehme einfach von YouTube, nehme ich das Getwitchte runter und mache ein Let's Play draus. So mache ich das. Und auf Twitch mache ich einfach jetzt Evoland fertig und passt. So werde ich es machen. So, wo waren wir? Ach ja, hier, Entschuldigung. Mal so nebenbei, ne? Also, Schwester Gwyneth kam letzte Nacht zu mir. Sie sagte, sie hätte eine weitere Nacht nachgedacht, wie wir es besprochen hatten. Aber sie könne nicht ungeschehen machen, woran sie glaubt. Dass es Atom nicht gibt. Jawohl, passt schon. Das soll schon
ungesehen machen. Sie können nicht ungesehen machen, woran sie glaubt. Ungeschehen, oder? Ungesehen. Naja, wir haben fast 2 Stunden lang diskutiert. Hin und her. Ich habe sie an die Geschichte, an die Geschenke der Insel erinnert. An Atoms Segen, an die Boten, die ihre Brüder und Schwestern gesehen haben. An die Familie, die Atom ihr geschenkt hat. Das hat sie wohl schließlich beruhigt und sie hat sich wieder schlafen gelegt. Aber jetzt graut der Morgen und ihre Fragen bewegen mich noch immer. Das sind Zweifel, die ich schon eine Weile verdränge. Und ich frage mich, ist Gwyneth vielleicht weiser, als ihr selbst bewusst ist? Ja, ist sie. Und ich habe sie wieder zurückgeschickt. Ja, was Atom verlangt. Ein neuer Weg. Bei Atom, ich habe sie verloren. Tektus verlangt nach Blut und die Kinder jubeln. Ich flehe um Anstand und sie flüstern Verräter hinter meinem Rücken. Und ich frage mich, was ich getan habe, dass du sie mir wegnimmst. Aber tief in mir drin weiß ich es. Schwindender Glaube ist ein unbeaufsichtigtes Feuer. Es lässt sich nicht mehr entzünden. Es lässt sich nicht mehr entzünden. Ja. Und so sitze ich hier, denke über die Glut nach und versuche den Mut zu finden, das zu tun, was ich schon zu lange aufschiebe. Ich werde also durch diese Tür treten und dann wird mein Leben von neuem beginnen. Aber zum ersten Mal liegt mein Weg nicht in der Hand Leuchtender. Eiei. Strohkissen? Eine Hinrichtung. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich habe von der Exekution gehört. Unfassbar, dass sie deinen Missionar getötet haben, Martin. Tut mir leid. Bruder Andrews, eine gute Seele. Es ist meine Schuld. Hätte ich erkannt, dass es so schlimm in Fahrhaber ist, wäre er nie gegangen. Sie geben uns die Schuld für den Nebel in der Stadt Dima. Und jetzt die Kinder. Das ist Tektus. Er hört nicht zu. Er will Krieg. Glaubst du, die anderen werden ihm folgen? Früher hätte ich über sowas gelacht, aber heute... Viele haben Andrews gemocht. Es hat das Schlimmste in ihnen hervorgebracht. Zorn, Hass. Bei Tektus konnte man es noch tolerieren. Dima, da muss was passieren. Exil. Auswanderung. Wir sollten die Bewohner von Fahrhaber überzeugen, dass sie weggehen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du weißt, dass sie für diesen Ort nicht geschaffen sind. Der Nebel wird jedes Jahr dichter. Wie lange wird es dauern, bis die Kondensatoren überlastet sind? Das ist keine Verbannung, Dima. Das ist Gnade. Tut mir leid, Martin, aber nein. Sie haben dasselbe Recht wie du, hier zu sein. Das Recht? Dieser Ort will sie umbringen. Und jetzt wollen wir alle an die Gurgel wegen des Chaos, das du angerichtet hast, weil sie bleiben durften. Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du keinen Grund, hier zu sein. Ich denke, du solltest gehen. Martin, bitte. Das lässt sich doch anders lösen. Verschwinde! Nun gut. Oh je. Wir reden weiter, wenn du wieder bei Sinnen bist. Oh je, oh je. Ach, das ist nicht so gut, ne? Ich brauche Licht, fällt mir gerade wieder ein. Entschuldigung. Ach, du Heilige. Er hat schon recht, ne? Dieser Martin. Martin. Dieser Martin hat schon recht. Es wäre eine Gnade für die Fahrhaber-Bewohner, wenn sie hier verschwinden würden. Die Kinder des Atoms können die Insel für sich beanspruchen und den Sünd stört Atom, stört die Atomkatastrophe, sage ich mal, der Nebel und so weiter eh nicht wirklich. Und die Leute von Fahrhaber könnten sich zum Beispiel dort, wo Kasumis Eltern sind, dort was Neues aufbauen.
Da gibt es viel Holz in der Nähe, ganz bestimmt Stein und so weiter. Da können sich super Häuschen bauen. Ja, ich weiß, sie müssten wieder von vorn beginnen, aber sie wären in Sicherheit. Zumindest für eine Zeit. Na gut, aber das war's wieder für heute. Das zweite Holoband hören wir uns dann im nächsten Part an. Bis dahin bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen bei euch allen, ihr Lieben, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!